Hallo und herzlich willkommen zurück zu Age of the Eternity. Ja, wir sind alle von diesem wunderschönen, beruhigenden Geräusch im Hintergrund fasziniert und sind schon halb am Schlafen, weil wir leider mitten in der Nacht haben. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, weil wir innerhalb einer Folge mindestens einmal Tag und Nacht jedes Mal haben. Finde ich ein bisschen schrecklich, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, als ob sich die Erde hier oder der Planet hier in Windeseile dreht, was zugegebenermaßen nicht ganz so richtig ist, was jetzt Tag- und Nachtgleiche angeht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, irgendwie freut man sich gerade noch darüber, dass jetzt endlich mal Tag ist und im nächsten Moment ist es dann auch schon wieder Nacht. So, Troy ist hier. Mit ihm kann ich mal wieder nicht sprechen, fällt mal gerade auf. Okay, dann halt nicht. So. Ja, und schon wieder alles auf Englisch, wie immer. Also, er hat mir jetzt gerade die Sachen gegeben, die er gebraucht hat. Troy hat mich begrüßt. Und der Idiot hat sich selber verletzt, weil während er die Fallen aufgebaut hat, beziehungsweise daran gearbeitet hat, das ist natürlich richtig toll. Ja, und sein Mittelfinger schmerzt jetzt. Könnte jetzt auch eine Doppeldeutigkeit sein. Er kann nichts tun, weil sein Mittelfinger schmerzt. Also so eine Ausrede habe ich noch nie gehört, aber okay. Darion anscheinend auch noch nicht. Gut, wir sollen die Sachen selber herstellen. Ah, und er übergibt uns eine Anleitung dafür. Sehr schön. Wir haben doch hier... Ach nee, wir konnten hier aber nicht craften, ne? Oder? Moment. Ausrüstung, Kampfgegenstände, Stände. Inventar. Wichtiger Gegenstand, Verbrauchsgegenstand. Irgendwo habe ich doch vorhin, also in der vorletzten Folge oder so, craften gelesen. Aber das war, glaube ich, nicht hier. Das war, meine ich, bei irgendeinem Typen. Kleiderschrank. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wo soll ich das denn jetzt machen? Hier oder was? Use the workshop. Ja, welchen Workshop? Shop. Moment, das ist auch gar kein... Doch, das ist ein Kreis. Ach so, das... Nein, das mein... Och, ich bin auch so ein Blindfisch heute, ehrlich. Okay, Orokofalle. Sehr schön. Dann habe ich das wahrscheinlich unterwegs mal gesehen. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ach so, ich soll draufklicken. Herstellen. Das ist lustig. Hier oben steht alles in Englisch, die Erklärung dazu. Und hier unten steht dann alles auf Deutsch. Das ist irgendwie... Ja. Okay, Nägel haben wir jetzt nicht mehr genug. Wie sollen wir da rausgehen? So, Kampfgegenstände. Im Statusmenü kannst du die Gegenstände ändern, die deine Charaktere im Kampf mitnehmen. Du kannst Verbrauchsgegenstände oder Waffen für die Kampfplätze auswählen. Deine Waffe ändert, deine Waffe ändern oder Zauber wechseln. Ja, das ist doch das Gleiche, was der schon mal gesagt hat, oder nicht? So, dann tu mir die Falle da rein, schließe das Menü, okay. Ja, dann drücke ich halt I, sollte ja eigentlich das Gleiche sein. Müssen wir mit ihm nochmal sprechen? Ja, müssen wir. Schätzchen, kommst du mit? Nimm dich einfach mit. So, plupp, eingepackt. So. Ja, gut, ja. Ich werde für die Herstellung ein paar Stunden brauchen. Du siehst müde aus. Es geht schon. Du kannst dich am Lagerfeuer etwas ausruhen. Zumindest so lange, bis Troy die Vorbereitungen abgeschlossen hat. Ja, du musst frisch und munter sein, wenn das Monster dich frisst. Troy, hältst du endlich mal die Klappe? Wer redet denn jetzt eigentlich? Weil hier oben steht, dass Troy das gesagt hat. Und Troy redet dann demzufolge gerade mit sich selber. Es ist etwas verwirrend gerade. Niemand mag meine Witze. Na, und das Gleiche sagt er dann nochmal auf Englisch. Oh Gott, okay. Also ganz ehrlich, ich mag dieses Spiel wirklich unheimlich bisher.
Aber es macht mich total kirre, dieses ständige von Englisch auf Deutsch. Also ich glaube, ich werde noch Englischexperte danach oder sowas. Ich weiß es nicht. Also ich soll mich auf jeden Fall jetzt hinlegen, sagt er, bevor ich mich mit dem Monster treffe, wollte ich gerade sagen. Bevor ich auf das Monster treffe. Und ich denke, dass ich jetzt... Ich soll mich jetzt schon trotzdem noch hinlegen. Wir haben gerade Tag. Oh Gott. Okay, also wählen Sie eine Weckzeit. Ja, würde ich mal sagen, 7 Uhr morgens oder so, ne? Sollte ja hell genug sein eigentlich, oder? Ich weiß es nicht. Nein! Es ist mitten in der Nacht anstatt 7 Uhr morgens. Auch nicht schlecht. Wenn du bereit bist, gegen das Monster anzutreten, dann komm zu mir. Sobald das Monster besiegt ist, gehe ich. Verstanden, Hauptmann? Ich habe es geschworen. Nein. Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Viel Glück, junger Mann. Töte alle Feinde, ohne ihre Elementarschwäche auszunutzen. Woher soll ich denn die Elementarschwäche kennen? Ihr seid lustig, Leute. Darf ich mich auch mal bewegen? Also ich vermute, dass er da steht, aber ich sehe hier gerade nichts. Ja, anscheinend ja. Oh, der hat aber gut was abbekommen. Kann ich mich jetzt mal zu ihm drehen, bitte? Hallo. Oh, endlich. So. Okay, der sieht nicht so nett aus. Yes. Und anscheinend habe ich keine Elementarschwäche ausgenutzt. Sehr schön. Perfekt. Leinen braucht der Mensch und Gegenmittel, weil man vergiftet ist. Sehr schön. Gute Arbeit. Jetzt, wo das erledigt ist, mache ich mich auf den Weg. Wenn du nach Elon willst, dann geh nach links. Und nein, ich will zum Berg. Dort gibt es nichts außer der alten Hexe. Der alten Hexe? Ja, der sollst du besser nicht über den Weg laufen. Hauptmann, sagt ihm, was sie neulich gemacht hat. Joy, halt den Mund. Sie ist mit ihrem Wagen durch unser Lager gefahren und hat zwei Banditen abgeladen, die sie gefangen hatte. Und dann hat sie richtig herumgezetert. Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich will das nicht hören. Ja, sie hat geredet und geredet, hat geredet, bis die Sonne unterging. Puh, gut, das geht ja hier sehr schnell. Sie meinte, dass es unsere Schuld sei, dass die Banditen sich an ihrer Farm zu schaffen gemacht haben, verstehst du? Oh, und dann hatte sie noch die Hake. Joy, ich sagte, halt die Klappe. Sie hatte eine kaputte Hake dabei und drückte sie dem Hauptmann mitten ins Gesicht. Sie wollte wissen, wer für den Schaden aufkommt. Warum? Weil sie kaputt gegangen ist, als sie die Banditen eingefangen hat. Ich habe eure Aufgabe erledigt, hat sie gesagt. Dafür schuldet ihr meine neue Hake. Oh, bitte. Der Hauptmann ist eingeknickt und hat ihr das Geld gegeben. Und noch Geld für den Stuhl, mit dem sie ihn einst übergebraten hat. Und Geld für den Strick, mit dem sie ihn gefesselt hat. Sie hat ihn richtig ausgenommen. Ich bin einfach zu nett. Ganz eindeutig zu nett. Zum Glück war die Priesterin da, sonst hätte sie uns noch eins mit dem Rest der Hake verpasst. Eine Priesterin? Wie lange ist das her? Mal nachdenken. 4 Tage oder 5? 4 Tage. Hehehe. Hey, was gibt es da zu lachen? Sie ist noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Astrianischer Kontinent, Dorf Elon. You lose your last nail working in the fields, and it just dawns on you. Enough is enough. Not again, Mom. I don't care if I lose a few years because of the corrosion. It's okay. For the first time in my life, I can stop and contemplate things. Contemplate what? What I've done with my life. You're probably still angry that I sent you to the convent, but... I'm not angry.
but I'm glad I did it. I saw a chance for my daughter to become more than a farm girl, and I took it. And here you are, 8 years later, a real Sanctorium priestess. I've done something worthwhile, something that will make the gods happy. So, I can die with no regrets. Are you finished? Yes, that's what I'm saying, darling. I'm finished. Listen, I'm sorry to rain on your funeral parade, Mom, but you're not going to die. Oh, I bloody well know that I am, Celine, and you need to make peace with it. I won't make peace with it, and that's the reason I came all the way here. To tell you that we found something. There's a cure for the corrosion, and we will find it. We? And what do you mean by we? Don't you dare bring Darian into your scheme, Celine. He's capable of deserting over something like this, and you know it. Well, it's too late now. Too late? I already sent the letter. You did what? Did you even think this through? Do you know what the consort does to deserters? Believe me, Mother. I've put a lot of thought into this. I know what I'm doing. You always think you know better than anyone else. Because I do. By the gods, is this about the voices? It's not about the voices. Is it about the voices? You swore to me that you weren't hearing them anymore. It's not about either of us, Mom. It's about Darian. He needs to know. I kept it a secret for a good reason, Celine. If he deserts because of you, because of this, his death is on your conscience. He's not going to die. And neither are you. Trust me. You sacrificed everything for us. Broke your back, fell sick, the gods know how many times. Now it's time for us to repay the favor. There's no way we're letting that thing eat you alive. You might be ready to give up, but we're not. I'm not. You don't understand anything. I didn't save you from the gutter so that you could throw your life away on a fool's errand trying to save me. I know how it works at the Sanctorium. Every second you waste here, you slip out of someone's good graces there. I won't let you waste everything because you're scared of losing me. My choice is already made. Go ahead. Waste your precious time running around the country looking for an inexistent remedy, Celine. Even if you find it, I won't take it. I'll force it down your throat if I have to. That's not how it works, Buttercup. We're not living in a fairy tale. There's no cure for this. Not if I have anything to say about it. When the pain is too much to bear, I'll throw myself on the rocks down there, and everything will be right again. Wie, der Nekaru hat mich verlassen? Hä? Den habe ich doch eingepackt. Oder war der jetzt nur für dieses... Ach, der war anscheinend nur für dieses Gebiet jetzt vorgesehen. Oh, das ist doch doof. Och, Leute, ernsthaft. Jetzt habe ich mich gerade so gefreut, dass ich einen habe. Jetzt darf ich den nicht mehr benutzen. Das ist doch scheiße, ganz ehrlich jetzt. Also jetzt, habe ich neben dem schönen Gefühl, wieder bei meiner Schwester sozusagen zu sein, habe ich jetzt doch auch sehr traurige Gefühle. And who might you be, sir? You look quite angry, priestess. If it's food you need, I can arrange something. But if you're here to cause trouble, consider yourself warned. What are you laughing about? Looks like Mom's giving you a hard time. What do you mean? Wait. Darian. Is that
You? Sorry I'm late. I've been busy, you know, trying not to die. You came back. You're alive! 8 years, Darian. When you wrote that you had enlisted, I thought we'd never see each other again. Wait! No hugs! It was hell back there, and I might have caught the corrosion. It's better if you don't come too close. Corrosion, you say? Show me your left eye. Did you eat any corroded flesh or drink corroded blood? Of course not. Fingers. Don't worry. You're okay. But how... You can't catch the corrosion from Arcolite technology. How can you be so sure? Because I didn't. What the... I managed to sneak a few of these. I've been wearing them for months now. It's a mystery how this sickness propagates. But Arcolite technology isn't a vector. We have to look elsewhere for an answer. And I just happen to know where. Look elsewhere? Okay. Well, before that, how is Mom? Where is she? Back there. Okay. Gods help me. Gods can't help you now. Oh, yeah. Ja, das Schöne ist, meine Teamenergie ist auf 99% gestiegen, warum auch immer. Moment. Ha! Sag bloß, wir sind jetzt zu zweit unterwegs. Dann verstehe ich allerdings auch, warum mein Reittier nicht mehr da ist. Hey, Mom. Terry. You. You oaf. Did you desert to come here? Don't tell me. Stupid enough to desert just to see me. That's the second time you've thrown your life away. Do you know what the consort does to deserters? Mom. Come closer so I can slap you. No, Mom. I don't want to catch the corrosion. Nonsense. I'll slap you with my healthy hand. Hä? Die waren doch beide befallen. Always been her favorite. I should have prevented you from joining the army. I should have locked you in the basement until the war was over. Don't ha-ha me, you halfwit. Boy, was she glad to see me. She sure was. So, there's a cure for the corrosion? Sounds too good to be true. It might be too soon to rejoice, but I have a very serious lead. From a very trustworthy source. Trustworthy? How? Pretty much foolproof. I'll just have to trust you on that. We leave at sunrise tomorrow. To Horelsor. Okay then. You know this will be dangerous, right? We'll be crossing half the continent and risking our pretty little necks at every turn. Celine, I deserted and came here because I want to help you. If you're risking your life to find a cure for the corrosion, I want to be there with you, no matter how risky or dangerous it is. All right. About your desertion. We need a cover story. From now on, you're a mercenary I hired with my own money. You're completely devoted to me, ever since I saved you from a pack of monsters. Wait, devoted to you? Yeah. The best part is, the story's all true. You do remember that I saved your life, right? Oh, no, not that old story again. Yes, that old story again. When will you let it go? Probably never. Before we go, I need to prepare enough medicine for Mom to ease her pain while we're gone. Can you help me gather a few still poppies? Of course. Stilmoorblumen. Mohnblumen waren das. Ja, in welche Richtung denn da hinten? Okay, müssen wir nur die eine sammeln, oder? Ja, steht ja auch da, nur die eine. Here. These will do. So, 8 years at the Sanctorium. Versus 4 years in the army?
It feels like you haven't changed at all. Oh, but I did. The mind-numbing tedium of Sanctorian politics have turned me into a jaded, calculating witch. Weren't you that already? You jerk. What about you? How was your time in the army? Have you ever heard of a ritual called the Ascendance? Can't say that I have. What is it? It's, I don't know. Just rumors. Stories told around the campfire. Rumors, huh? I admit, I've heard a lot of horrible stories about the front. Well, they're probably all true. Huh. So, you don't want to talk about it? No. Magische Apparatur soll ich finden. Okay. Okay. Did you get what you need? Yes. Then let's head home. You look tired. I'll cook you something. Oh, no, no, no. Thank you. There's no way I'm letting you near the stove. Hey, I've learned a lot of things in 8 years. Oh, do these things include cooking? They don't. But they include formulas to summon meteors over the heads of heathens who disrespect the gown. Well, I hope you can postpone my own personal apocalypse until after you've tasted the carrot stew recipe I've been perfecting for years. Carrot stew? So good it's gonna make you cry. I'm not sure crying's the sign of a good soup, Darian. But okay. Your reckoning can wait until after dinner. Much obliged. Ja, ja. Okay, sollen wir uns jetzt auch noch ans Kochen wagen, oder was heißt das jetzt? Es ist eine Weile her, seit du das letzte Mal zu Hause warst. Wenn du vor heute Nacht etwas erledigen willst, solltest du es besser jetzt tun. Denn wir brechen morgen beim Morgengrauen auf und kommen erst zurück, wenn wir das Heilmittel gefunden haben. Ja, ich würde halt nur gerne speichern, aber das kann ich jetzt hier oben sowieso nicht, ne? Also, ja, würde ich sagen, dass ich mich jetzt schon mal von euch verabschiede und wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann! Ciao!